Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute reden wir über das Thema Time Management bzw. Zeitmanagement, wie wir eben unsere Zeit sinnvoll managen, also handeln können. Wie sagt man es denn auf Deutsch? Mit der Zeit am besten umgehen können, sie am besten planen können, damit wir eben möglichst effizient arbeiten. Denn auf meinem Kanal haben sich Leute, die sehr ambitioniert sind, sehr ehrgeizig sind, viele Dinge schaffen wollen, letztlich aber auch noch gut in den Sachen, die sie eben machen sein wollen. Beispielsweise jetzt Schule, Uni und so weiter. Und es stellt sich natürlich schnell die Frage, wie kriegen wir das alles unter einen Hut, sodass wir alles machen können, aber es natürlich auch nicht an Qualität verliert, sodass wir sozusagen einfach effizienter und effektiver arbeiten. Und bei mir ist das Problem oft mal so, dass ich dann sehr gerne prokrastiniere, also einfach mal Dinge aufschiebe und nicht mache und dann voll viel Zeit einfach nur verschwende, indem ich sinnlos rumsitze, auf meinem Handy bin, Social Media konsumiere und so weiter. Und ich habe heute so ein paar kleine Hacks zusammengestellt, die mir helfen, einfach Aufgaben schnell abzuarbeiten und besser Zeit zu planen und so weiter. Und das will ich heute mal mit euch teilen. Viel Spaß beim Angucken. Wenn ich prokrastiniere und keine Lust darauf habe, irgendwas zu machen, wende ich sehr gerne die 5-Minuten-Regel an. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt allgemein 5-Minuten-Regel heißt oder ob ich sie so genannt habe. Auf jeden Fall bedeutet das, dass man sich hinsetzt und einfach mal anfängt zu arbeiten. Denn oft warte ich persönlich auf Motivation, um dann in Aktion zu geraten. Also, für mich ist mein erster Schritt, ich bin motiviert und dann gehe ich in Aktion und arbeite dann. Aber das ist eigentlich ein voll blöder Prozess. Eigentlich sollte man anfangen mit der Arbeit in Aktion geraten und dann wird die Motivation schon von selbst kommen. Und der Grund dafür ist eben, dass wenn wir etwas machen und arbeiten, wir ein Erfolgserlebnis haben, ein Erfolgsgefühl. Und das Erfolgsgefühl motiviert uns dann weiterzumachen. Deswegen mache ich es gerne so mit einer kleinen Sache anzufangen, 5 Minuten nur zu arbeiten und dann sage ich mir meistens, okay, nach 5 Minuten, 10 Minuten darfst du abbrechen, darfst du was anderes machen, nach 5 Minuten, die musst du jetzt mal durchziehen. Und wenn ich dann nämlich 5 Minuten arbeite, habe ich so ein gutes Gefühl, freue mich darüber, dass ich was geschafft habe und bin dann motiviert. Das heißt, die Motivation kommt durch eine vorherige Aktion. Und das ist so mein kleiner Hack, wie ich mein Gehirn ein bisschen manipuliere und täusche, um eben dann Motivation zu bekommen. Einige Leute machen es vielleicht auch so, dass sie ihr Zimmer aufräumen für 2 Minuten, um dann so ein Erfolgserlebnisgefühl zu haben. Andere machen es so, dass sie, was weiß ich, sich dazu zwingen, auf einem leeren Blatt einfach rumzutippen, um einfach schon mal so in den Flow vom Schreiben zu kommen, danach ihren Aufsatz einfach zu schreiben. Da kann man auf jeden Fall verschiedene Theorien anwenden. Ihr müsst aber mal gucken, was da für euch funktioniert. Ich finde es auch immer richtig gut, sich selbst zu sagen, ich arbeite nur 5 Minuten und danach darf ich aufhören. Weil 5 Minuten ist so eine kleine Hürde, die man überwinden muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache eine 2-Stunden-Study-Session, wird es halt so groß auf einen wirken, dass man auch echt keine Lust hat. Aber bei 5 Minuten, das wirkt so klein. Und wenn man dann aber schon drin sitzt, denkt man sich so, okay, jetzt kann ich auch gleich weiter lernen. Wenn ich jetzt schon gelernt habe, schon ihren Sitz halt aufgebaut habe, kann ich auch mal gleich noch weiter lernen. Und das ist immer so ein kleiner Tipp. Übrigens, ein anderer Tipp, um sich für eine lange Zeit zu konzentrieren beim Lernen, ist meine Study-Playlist anzugucken. Denn ich habe so eine Study-With-Me-Playlist, wo ich euch Study-Livestreams gespeichert habe, die ich mal gemacht habe. Das heißt, ihr seht mich da, wie ich lerne und könnt dort nebenbei einfach auch lernen. Und habe nochmal so ein Study-Buddy nebenbei, was eigentlich immer sehr cool ist. Die zweite Sache, die ich mache, um vor allem auch Prokrastination zu vermeiden und gleichzeitig einfach auch mein Time-Management zu verbessern, ist, dass ich so 1 Stunde am Tag habe, in der ich alle kleinen Dinge erledige. Ich habe mal irgendwo den Begriff gehört, Power Hour, also so Powerstunde, in der man einfach alle Dinge so schnell erledigt. Und das hat wieder so eine Sache, weil ich finde teilweise, dass die To-Do-Liste so groß auf einen wirkt. Wenn man sich dabei denkt, ich habe jetzt 1 Stunde Zeit und in dieser 1 Stunde, 60 Minuten, versuche ich mal so viel, wie es geht, zu schaffen, dann wirkt es schon wieder gar nicht so groß, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich gern so abends meistens meine Power Hour, wo ich dann versuche, dort alle restlichen Aufgaben zu erledigen, Zimmer aufräumen, vielleicht Geschirr runterbringen, Bücher sortieren, bla bla bla, irgendwelche Sachen, so kleine To-Dos, die ich am Tag nicht mehr geschafft habe, versuche ich dann eben in diese 1 Stunde reinzuquetschen. Was mir auch immer so hilft, ist auch nur direkt mein Handy wegzulegen, weil ich wirklich merke, dass Social Media und alles so eine krasse Ablenkung ist und man dann sofort schnell in diesen Sog reinkommt und dann sehr schnell süchtig danach ist und dann die ganze Zeit weiter scrollt, wo man es eigentlich gar nicht möchte, was echt nicht cool ist, Leute. Was ich mittlerweile auch regelmäßig mache, ist Time Blocking. Damit meine ich einfach nur, dass ich einen Block in meinen Kalender reinsetze mit der Aufschrift, was ich eben in der Zeit machen möchte. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade einen Blog drin mit Video drehen. Das heißt, gerade ist es 15 Uhr. Dann habe ich halt einfach eingestellt 15, 15.30 Uhr Video drehen. Und indem ich mir das eben so auch visuell und deutlich sichtbar im Kalender mache, sehe ich direkt auch, wie viel Zeit ich für eine Sache brauche und wie viel ich überhaupt an dem Tag realistischerweise auch schaffe. Weil es kommt auch vor bei mir, dass ich mir Dinge vornehme und sie dann einfach doch viel länger Zeit brauchen, als ich eigentlich vorher gedacht hätte. Das heißt, ich setze mir dann an diesem einen Tag so 10 krasse To-Dos und merke dann aber so am Abend, das hätte ich niemals geschafft und habe ich auch nicht geschafft. Und deswegen hilft mir auch Time Blocking sehr, weil ich dann
wenn das nicht dabei ist, ist es ein Wort, weil ich dann einfach gut sehen kann, ob die Sachen tatsächlich auch alle in meinen Tag reinpassen. Und der andere Vorteil ist dann eben auch noch, dass man direkt weiß, was man machen muss und man ist so ein klein, so ein bisschen unter den Druck gesetzt, weil man einfach weiß, okay, um 16 Uhr ist jetzt schon meine nächste Aufgabe, ich muss jetzt schnell fertig kriegen und so. Und ist natürlich auf jeden Fall meiner Meinung nach produktiver. Generell, falls ihr euer Leben produktiver und effizienter gestalten wollt, würde ich euch wirklich raten, einfach mal eure Ablenkungen rauszusuchen und zu gucken, was lenkt euch eigentlich ab. Und dann überlegt ihr, wie kann ich das in meinem Leben verbannen oder minimieren. Bei mir ist es halt voll mein Handy und ich glaube nicht, dass es bei fast allen das Handy sein wird, dass man einfach so dadurch abgelenkt ist. Und ich wirklich diese Scroll-Funktion ist einfach nur... Und natürlich ganz wichtig ist eben einfach zu priorisieren. Also was hat für dich eigentlich Priorität und was kannst du deinem Leben eigentlich rausschmeißen? Was ist für dich eigentlich gar nicht wichtig? Womit verschwendest du eigentlich nur deine Zeit? Und damit meine ich aber nicht nur Sachen, die dich zum Beispiel in deinem Leben weiterbringen, die dich erfolgreich machen, sondern auch Dinge, die dir einfach Spaß machen, die dich entspannen, die dir Freude bereiten. Weil das sind genauso wichtige Dinge wie zum Beispiel Dinge, die dich so in deiner akademischen Laufbahn weiterbringen werden. Deswegen plant auf jeden Fall auch Pausen ein und entspannte Zeit. Das waren jetzt ein paar Tipps von mir, wie ihr euer Leben effizienter und produktiver gestalten könnt, Prokrastination ein bisschen vermeiden und minimieren könnt. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls ja, dann würden euch bestimmt noch mal diese Videos hier interessieren. Schaut sie euch gerne an und ich freue mich dann, wenn wir uns hier bald mal wiedersehen. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis dann. Tschüss.